Ja, hallo Kids, schön, dass ihr alle zu Hause trainiert. Heute gibt es auch was Kleines von mir, und zwar gibt es eine Grundlage. Wenn wir gut zuspielen wollen, wenn wir gut abwehren wollen, dann müssen wir immer einen optimalen Abstand, eine optimale Stellung zum Ball haben, und dafür ist das Thema Beinarbeit und Koordination ganz, ganz wichtig. Ihr braucht dafür zu Hause so ein Kreppband und einen Würfel, ich glaube, das habt ihr alle. Dann könnt ihr euch so eine kleine Koordinationsleiter einfach basteln, und ich zeige euch mal ein, zwei Übungen, die man da machen kann. Also haut rein zu Hause und bleibt gesund. Ja, also entweder könnt ihr einfach mal durch die Koordinationsleiter durchlaufen. Ich mache das mal vor, da gibt es verschiedene Arten. Schritte innen, Schritte außen. Könnt ihr immer langsam starten und dann schneller werden, je öfter ihr ausprobiert. Ich zeige euch einfach mal ein Beispiel. Wir machen immer zwei Schritte innen, zwei Schritte außen. Erstmal langsam das Ganze zum Reinkommen. Also zwei Schritte innen, zwei Schritte außen. Und dann könnt ihr schneller werden bis zum Ende. Nochmal zurück, probieren wir es gleich richtig schnell, so schnell wie es geht. Genau, oder jetzt kommt unser Würfel ins Spiel. Ihr würfelt euch einfach eine Zahl, und die Zahl sagt dann, wie viele Schritte wir in jeder Leiterstufe machen müssen. Ich würfel einfach mal. Okay, das ist eine 3. Also 1, 2, 3, immer 3 Schritte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 Schritte in jeder Stufe. Könnt das Ganze erst wieder langsam probieren und dann probiert ihr das Ganze so schnell wie möglich zu machen, denn klar, je schneller die Beine arbeiten, umso besser stehen wir am Ende am Ball. Würfel gerade nochmal. Eine 4. Also jetzt müssen wir 4 Schritte machen in jeder Stufe. Probier es mal gleich so schnell wie möglich zu machen. Also 1, 2, 3, 4 in jeder Stufe. Okay. Also so könnt ihr super eure Beinarbeit trainieren, und wenn wir dann wieder rausgehen auf den Faustballplatz, habt ihr hoffentlich immer den optimalen Abstand zum Ball und könnt super zuspielen, abwehren. Oh, kommt ein bisschen aus der Puste. Viel Spaß!